Dass man sich mit solchen Malerarbeiten aber auch beschäftigen kann, ne? So, ich kann sogar Motorräder verlenken. Na, das ist Kunststadt. Das braucht Zeit. Naja. Ich habe damals meiner Lehrerin gesagt, weil sie mich bewerten wollte, sage ich, dass ich auf diese Note verzichte. Weil ich kann auch auf ein Blatt Papier draufkacken und sagen, das ist gut. Da hat sie mich blöd angeguckt und hat gesagt, das macht man nicht. Da sage ich, wieso? Das ist moderne Kunst. Vielleicht wollen Sie mir vorschreiben, was Kunst ist? Danach wurde ich in Kunst nicht mehr bewertet. Irgendwo ist das Ding doch. Hui! Der ist greedy auf Tour, ne? Unfassbar. Grüß dich, Alisea. Wie geht es dir? Wie war die Arbeit? Ach, Mensch, da hinten ist das Ding, das ich gesucht habe. Ah. Oh, Squiddy. You are the best. Schatz, das, was du da gerade machst, hört sich eklig an. Hört sich an, als ob man einen flotten Auto hätte. Gut, gut. Sehr schön. Das vorletzte Bild kommt jetzt an die Wand. Das wird auch schon wieder so eine komische Kletterpartie. Mann, Niki, kannst du mir die Aufträge nicht schöner gestalten? Keinen Bock dazu. Boah. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich weiß nicht, ob er darüber springen wird. Just wovon austesten. Nein, er springt runter, der Idiot. Du bist so ein Hans-Peter, ey. Dort geht das dann. Echt? Deine Mama hat dich bei der Milchbar vergessen, ey.
So was scheint die Freundschaft vorbei zu sein. Sind wir doch. Was? Die hier hat gerade mit mir Schluss gemacht. per Twitch-Chat. Hören, dass du liest, ne? Bei sowas scheint die Freundschaft vorbei zu sein. Sind wir doch. Weißt du? Das hört sich so an. Ja. Da gibt's keine Freundschaft mehr. Das trifft hart, ey. Das trifft hart. Hätte ich nie gedacht. Ja toll, jetzt ist die Time to say goodbye. Ja, super Schat. Zack. Ups. Ups. Nee. Nein. Ach, Mann. Und einmal Lift up. Toko war nur schneller als Niki. Die Freundschaft mit mir zu beenden. Boah, jetzt haben sogar zwei Leute die Freundschaft mit mir beendet. Boah. Sie hat's aufgedeckt. Ganz ruhig. Wir haben sie auf CTOS. Die Polizei ist gleich da. Da haben wir jetzt. Wieso soll ich noch einen dritten Satz? Ne, leg mir am Arsch. Jetzt mache ich nicht nochmal ein. Das sind mal Followerzahlen, du. Markus, ich schau gerade eins deiner Werke an. Echt verdammt geil. Vielen Dank, Fanclub-Präsidentin. Kriegen wir mehr Follower? Jetzt oh, zu ja. Mir, Alicia. Schlieb dich. Gute Arbeit, Markus. Schätze, wir können einpacken. Ich fange gerade erst an. Ich hab da ein Ziel. Schatz, guck mich nicht so an. Du hast die Freundschaft jetzt schon beendet, ne? Was denn? Du wirst schon sehen. In den Nachrichten. Ja, bei solchen Zahlen definitiv. Wäre jeder Streamer glücklich. Wenn er mal so 48.000 auf einmal bekommt oder so. Wäre schon mega nice. Ist eigentlich der gute Günther schon wieder da? Kann ich mir jetzt eine andere Mission auswählen? Weil ich habe keine Lust an dauernd dieses hier. Ich glaube, das muss ich nämlich noch zwei oder drei Mal machen, damit ich die Mission zu Ende habe. Darauf habe ich keine Lust. Ja, dann grüße ich noch den Günther. Ich hoffe, ihm geht's auch gut. Ich wusste nämlich nicht, dass er schon wieder da ist. Ich hätte ihn doch gleich mit am Anfang gegrüßt. Da geht's aber dorthin. Haben wir irgendwas in der Nähe, womit ich spawnen kann? Ja. Okay. Okay. Ja, ich glaube schon. Ich meine, klar, das würde gehen. Mein Fehler. Hi. Ah, er ist seit zwei Stunden da. Muss ich jetzt Nikis Auto klauen oder wie? Go-Kart?
Mir fällt gerade auf, ich habe schon wieder nicht nach links und nach rechts geguckt. Ich bin so ein schlechtes Vorbild. Bring den Hasen sicher auf die andere Straßenseite. Toll. Voll in den Kram gefallen. Ist nicht sicher. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt... Ah, ich bremse sie damit. Okay, danke. Okay. Na Schatz, dann zeig mal. Hast du Lust, Primate-Infos zu klauen? Und, hast du was für mich? Einer der Lakaien ist in deiner Umgebung. Hack dich da mal rein, aber lass dich bloß nicht erwischen. Du weißt, wie Primate drauf ist. Interessiert mich gar nicht, das ist PvP. Jo, ich hole mir jetzt Nikis Sportwagen. Er ist doch noch nicht fertig. Mist. Ich geb's auf. Ich werde einfach alles hinschmeißen. Was ist los? Ich bin Student an der Oakland Advanced Tech. Wir nehmen an Noodles E-Card Challenge teil und verlieren ständig. Die Nobelschulen können wir nicht schlagen. Vor allem Stanford. Die werden von großen Firmen mit Technik unterstützt. Wir sind nur Oakland. Es hat keinen Sinn. Hey, Oakland hat Energie und Biss. Oakland kann es schaffen, Mann. Ich bin aus Oakland. Mir gefällt, wie du denkst. Willst du unser Fahrer sein? Im Ernst? Jemand muss es machen. Keine gute Idee, mich als Fahrer zu benutzen. Schön, dich zu treffen, Marcus. Ich bin Taylor. Viel Glück beim ersten Rennen. Ich hoffe, ich muss nicht den ersten belegen. Oh, ich habe sogar ein Turbo. Okay. Oh. So, ihr Lappen, geht mir mal aus dem Weg hier. Sand ist unterwegs. Ich hab gesagt, aus dem Weg gehen. Yeah, woo. Günther hat Fahrer, einfach schneller, super. Wuhu, geschafft. Irgendwie habe ich gerade keinen Treibstoff mehr. Ah, jetzt lädt er sich gerade erst auf. Okay. Darf bloß kein Fehler passieren. Da war kein Rot. Da ist auch kein Rot. Das ist purpurgelb. Verfolgt mich ein Lappen. Alter. Das darf nur ich. Verpiss dich. Oh yeah. Ich soll euch alle segnen. In nomine Patri. Du hast gesagt, ich soll segnen. Ob ich segne? Ich kann segnen. Sehen, ob ich eine finde. Dankeschön fürs gute Fahren. Wurde gerade angeknurrt, nachdem ich das gesagt habe. Schon wieder angeknurrt. Schatz, du beißt die Stäbchen gleich durch. Nimm, ich soll deine segnen, die habe ich nur einmal gehört. Die habe ich noch nie abgespeichert.
Außerdem viel zu geil, wenn du es selbst sagst. So, also mache ich hier so diese blöden Rennen, ja. Ja, ganz lustig. Aber gut, das nicht. Doch noch ein paar Pünktchen. So. Da habe ich definitiv mehr Saft. Aber? Brauch Ruhe, oder? Wieso steht auf dieser Straße hier nie was? Das ist furchtbar. Ich schreibe sie dir mal auf. Ja, mach das mal, Schatz. Am Ende kommt doch noch ein Arm raus. Archer, du bist eine Scheißdrecksbulle. Du fährst mich an, ey. Was bist du für ein geistesgestörter Polizist, ey? Aber Nigis Wagen lässt sich verdammt gut fahren. Ey, sind hier wieder so Leute drauf, die sofort einen angreifen? Pass auf, Digga, ich werde dich jetzt wieder jojoen. Doch nicht. Schade. Den anderen habe ich voll gejojot. Entschuldige, Hund. Es gibt keine Feinde hier in der Nähe. Oh nein, es ist schon wieder der Typ. Ah! Du bist ein Polizist, du kannst doch nicht auf mich schießen. Was habe ich dir getan? Ich wollte nur für Niki neue Teile holen. Wir sind bereit, ich habe die Batterie. Nicht im Ernst. Aha. Komm mal los, vielleicht bringt's ja was. Hey Taylor, hier ist die Batterie. Genau rechtzeitig. Wir bauen sie ein, während du dich fahrbereit machst. Dann mal los. Falsche Zeit am falschen Ort gibt's bei mir nicht. Man ist immer da, wo man sein soll. Siehst du? Wieder ein Rennen. Und wieso fahre ich schon wieder hinten? Kleinen Napfsülzen. Ich bin besser als ihr. Alter! Der wollte mit mir auf Kuschelkurs gehen. Wieso kann ich eigentlich hier mein Hecken nicht benutzen? Fresh Derby! Oh Mann! Ey, hallo, wo fährst du denn hin? Steuerung? Hallo? Was war denn mit der Steuerung gerade los? Ich werde auf einmal beschleunigt, obwohl ich gar nichts gedrückt habe. What the hell? Bin ich voll letzter, ey.
Boah, Niki, dein Wagen ist scheiße. Ich muss ihn erstmal reparieren, dann ist er wieder in Ordnung. Ich hole dich niemals wieder ein. Alleine, ich muss durch diese blöden Tore hier fahren, ey. Das ist so nervig. Bei Fahren und Handy? Den halt keine gute Kombi ist. Was sagt man das? Ah. Okay, Schatz, ich werde dich dann nochmal so dran erinnern. Hm? Controller könnte ich das ein bisschen besser machen. Ja, Arschgeigen, das will ich nochmal. Ja, mein Akku kann halt nicht jeder. Ja, da hast du, gebe ich dir vollkommen recht. Guter Versuch, Marcus. Schätze, wir haben es mechanikertechnisch einfach nicht drauf. Wir werden in der Meisterschaft blamiert. Naja, wenn wir den Prozessor des Wagens tun würden, könnten wir die Leistung steigern. Mal sehen, ob ich einen Geschwindigkeitschip finden kann. Nein, ich will sie nochmal fahren. Ja, wo ich so wahr sein, dass ich letzter bin. Oh ja, hörst du mal auf zu drängeln, du Arsch. Weißt du, wo dein PC steht? Abkürzung. Erwischt. Fick dich, Lappen. Jetzt aber so richtig. Scheiß auf Monaco. Wir haben gewonnen. Die Batterie hat echt geholfen, Mann. Ich frage mich, ob wir noch mehr gewinnen können. Wir könnten sogar an der Meisterschaftsrunde teilnehmen. Naja, wenn man den Prozessor des Wagens tunt, könnte man die Leistung steigern. Im Ernst? Mal sehen, ob ich einen Geschwindigkeitschip finden kann. Die Runde war besser. Diesmal hat sich keiner in den Wagen gehackt. Ja, genau. Den soll ich mich reinigen? Ich kann Ihnen versichern, dass der Trailer nicht geleakt werden kann. Das können Sie? Sie können das versichern? Nachdem das mit Unity, Syndicate und Osiris passiert ist? Unsere Sicherheit war nie besser. Wenn das geleakt wird, können Sie mich feuern. Das habe ich dann noch vor. Quizfrage, Leute. Was liebt jede Gaming-Website am meisten? Als Journalismus zu gelten. Leaks. Dafür zahlen die jeden Preis. Vor allem für einen Leak von einem großen Studios wie, keine Ahnung, Ubisoft? Marcus, spiel nicht mit meinem Herz. Ah. Was hast du für mich? Nur eine Spur. Ein neuer Spieltrailer von Ubi San Francisco. Ich kann die neuen Follower förmlich riechen. Mal sehen, ob ein Ubisoft-Coup in meinem Terminplan passt. Hallo, wir brauchen einen Krankenwagen. Sofort! Ja, dafür, dass du mich angefahren hast.
Dein Handybimmel. Ernsthaft? Ja, auf wie viele Details haben die denn hier noch geachtet? Ernsthaft? Alter Schwede. Durchsichtig, das ist ja definitiv. Oh! Entschuldigung, verkehrte Taste. Alter! Leute, es tut mir leid, ich habe die verkehrte Taste gedrückt. Meine Fresse doch, Alter, das kann doch mal passieren. Menschenskinder, da muss man doch nicht gleich mal wieder schießen. Ihr seid voll krank. Oh, Hund. Bei mir, mein Süßer. Nur viel Zeit bleibt. Ja, gut so. Du und ich, wir wissen, wie es läuft. Oh, genau, was wollt ihr denn von mir? Ihr habt nur eine falsche Taste gedrückt. Muss man doch nicht gleich sonst die Nummer machen. Mann, er lebt doch noch. Ich hab ihn doch noch gar nicht gejojot. Oh. Nee, verpiss dich. Bin ich mal hier drinne? Ja, einen Moment, Zentrale. Wir drehen nochmal um. Wo versteckt sich der Kerl? Hat ihn jemand gesehen? Nein, keiner hat ihn gesehen. So, gib mich wenigstens hin. Was? Danke für die Unterhaltung. Jetzt lasst mich doch da mal durch. Kleinen Arsch kriegen, ey. Ich hab den Geschwindigkeitschip. Oh ja. Bauen wir ihn sofort ein. Seid ihr jetzt wieder ruhig? Ja? Schön. Das Fahrt im Gehörweh. So, wo ist das nächste? Man auch nicht direkt dahin porten kann, ne? Wir wollen immer nur, dass ich hier schlaufe. Aber dafür hat er eine Ausdauer, ey. Ey! Der war schuld. Danke für das Money. Alles so herauskriegt, ne? Und dann auch so eine schöne kleine Banküberweisung machen kann. Bin ich jetzt da? Ja, ah, okay. Ich fahre, glaube ich, die verkehrte Richtung. Wer will schon Centbeträge? Den schon richtig. Im letzten Rennen geht's um alles, Marcus. Lass mich nur machen. Es gibt nur ein Rennen. Du hast eine Chance, um es den großen Jungs endgültig zu zeigen. Los geht's. Okay, let's do it.